Hallo Leute, willkommen zu einem neuen... Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Ich habe mal wieder was bei Merkheft bestellt. Muss ich aber sagen, ist mir diesmal sehr schwer gefallen, wirklich dieses Paket zu füllen, weil, ja, es waren eigentlich nur zwei Sachen wirklich dabei, die ich halt haben wollte. Den einen Titel hatte ich schon vor ein paar Wochen entdeckt, also vor ein bis sogar zwei Monaten habe ich den entdeckt und gedacht, ach, das sieht vom Cover sehr interessant aus, ein bisschen durchgelesen und gesagt, okay. Und dann war jetzt aber seit ein paar Tagen drin etwas vom Kniesbeck Verlag, was noch gar nicht so alt ist, ist zwei Jahre alt. Verstehe ich auch nicht, wie schnell das da bei denen von der Buchpreisbindung ja enthoben ist. Du gehst nicht auf den Tisch, zurück mit dir. So. Also wie schnell das von der Buchpreisbindung befreit ist, ne? Und es ist einfach nur geil. Und ja, den wollte ich halt schon länger haben und da habe ich den mir halt jetzt bestellt. So, also neues Merkheft Bestellung und da gucken wir jetzt mal hineinski. So, wir werden die Perspektive übrigens nicht wechseln, ne? Falls ihr euch fragt, ich finde das halt nicht ganz so komfortabel für alles. So, hier haben wir als erstes eine Werbemüll. Oh, ich darf keine Sachen mehr hier einfach so hinwerfen, die Katze, ne? Dann nochmal irgendein Werbemüll. Dann für mich ganz wichtig die Rechnung, die euch nichts angeht. So, okay. Du kannst mit dem Müll da spielen. So. Ja, das erste, was mich jetzt hier anlächelt, ist eigentlich auch nur ein Titel, den habe ich mitgenommen, weil billig. Gut, ja, da habe ich ebenfalls gedacht, also da kannst du ja jetzt nicht dran vorbeigehen. Also, der hat jetzt nur statt 17 Euro nur noch 2,99 gekostet, ne? Also 17 Euro steht drauf, ich habe jetzt 2,99 bezahlt, Peepshow von Joe Matt, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe jetzt auch gar nicht so ein dickes Buch im Vergleich erwartet. Ich habe da viel dünneres erwartet. Ne? Wenn ich es so richtig verstanden habe, geht es halt um einen Typen, der kein Glück bei den Frauen hat. Ne? Ist wohl auch noch Comiczeichner, wenn ich das so richtig sehe. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist es so wohl leicht auch autobiografisch. Ne? Wie ich den Text da entnehmen konnte. Ja, so, dann haben wir etwas von Egmont Graphic Novels, die es ja leider nicht mehr gibt. Voll traurig eigentlich. Und zwar Das Now in Braun. Das war einer der Titel, also der beiden Titel, weswegen ich diese Bestellung halt gemacht habe. Den habe ich schon vor einigen Wochen entdeckt. Hey, du kratzt mich, das tut weh, Katze. Ist ein Viech, ne? Und das Cover sieht halt so genial aus. Geht halt eigentlich um so eine Businessfrau, wenn ich es mitgekriegt habe, Halbasiatin, ne, die sich ja in einen Waschmaschinenreparateur verliebt, der halt eigentlich theoretisch gar nicht zu ihr so passen würde, berufsmäßig und so, standesmäßig, ne. Ja, hat eine Dust Jacket, wie ich schon sehe, habe ich keinen Bock drauf, ich mag keine Dust Jackets, ne. Aber hier ist halt das Jacket drum. Mal gucken, wie es wenigstens unter der das Jacket. Oi, was ist das denn? Oh, Katze! I call Puddycat. I did call Puddycat. Hey! So, da ist nichts, aber hier ist irgendwas eingeprägt. Das sieht aber komisch aus. Ich glaube nicht mal, dass das wirklich eingeprägt sein soll. Ach! Das ist Bullauge von der Waschmaschine. Nee, es ist auch nicht. Nee, ist nicht das Bullauge von der Waschmaschine. Keine Ahnung. Ihr seht das ja nicht mal, dass hier was eingeprägt ist. Ne, ja. Gehst du da rein, du? Ne? Ja, Zeichnung. Ich habe mich gar nicht so sehr mit den Zeichnungen beschäftigt, muss ich dazu sagen. Ne, es war einfach dieses Cover. Hat mich halt angesprochen. Wollte ich mir dann halt mal anschauen, ne? Richtiges Hardcover, dickes Ding. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das gekostet hat. Wo habe ich denn die Rechnung? Was habe ich jetzt dafür bezahlt?
6,95 € hat mich da gekostet und der hat aber mal 30 Euro gekostet, ne? Hardcover, ne? Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Und da drinne war jetzt hier noch eine Broschüre von den Egmont Graphic Novels, die es mal gab. Da sind halt eigentlich generell noch ein paar Sachen drinne, die man sich mal noch holen könnte, sag ich mal, ne? So. Dann auch etwas, das war auch jetzt nur zufällig gefunden, ist sogar eigentlich noch ein DM-Titel. Also manchmal bin ich wirklich erstaunt, wo sie den Kram noch herholen. Der wurde mir bei irgendeinem Band, den ich jetzt hier bestellt habe, unten mit in diesen wird oft zusammengekauft vorgeschlagen, ne? Und war gar nicht so direkt zu finden. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz jugendfrei, ne? Und zwar Rosa-Rot hat mal 16,80 € gekostet. Europreis existiert noch nicht. Und ich glaube, das war jetzt irgendwie 4,99 €. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen. Nee, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Nein, ich finde es nicht. Ah doch, hier, U-Comics, da. 4,95 € hat es jetzt gekostet, ne? Ist halt so, ja, im Stil dieser alten, klassischen Cartoons, ne? Aber wie gesagt, ist jetzt hier nicht so ganz jugendfrei. Wie gesagt, kann ich mal reinhalten, ne? Also ist so Classic-Cartoon-mäßig. Darauf hatte ich halt Bock. Das hat mich schon mal angesprochen, ne? Und wenn es auch... Oh, das kann ich schon wieder nicht reinzeigen. Ja, es geht auf alle Fälle schon ganz schön ab, möchte ich jetzt mal so sagen, ne? Mit einer saufenden Mickey Mouse im Endeffekt, ne? Ja, dann... Habe ich auch etwas, das hatte ich schon länger immer mal mit so in der Überlegung drin, ist aber auch eben dann ein reines Erotik-Ding. Das Klebefinger. Ne, also ich denke mal, das Cover kann allein schon Probleme mir machen, wobei, wie gesagt wurde, bei Kunst darf man so ein bisschen Nacktheit zeigen, aber ich glaube, was dann hier drinne dann noch weiter zu sehen ist, das ist dann nochmal heftigerer Natur. Kurono hat einen Ständer. Was? Ja, das ist weitaus heftigerer Natur. Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde, was ich euch reinhalten kann. Aber es sieht nicht so aus. Also das ist... Ja. Ja. Das ist das Ekligste, was ich je erlebt habe. Nicht! Geh bloß weg damit! Mhm. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ich zeig euch davon nichts. Ich kann das nicht mal lesen. Dann muss ich auch hier auf das Dings gucken. Tancred... Agape heißt das und 6,95 € hat das. Ah, 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 Katze! Katze, Schüsse! Oh. So, das ist nicht jugendfrei. Manga Sutra steht hier drauf, Special, aber es ist halt kein Manga-Ding, ne? Also, das ist es. Ist halt so ein amerikanischer Stil, aber es ist halt. Das ist nicht mehr nur grenzwertig. Also, ja. Ja. What the fuck? Ja, ganz so schlimm hätte ich es jetzt nicht erwartet. Dann habe ich jetzt hier so zwei so Antik-Stories ursprünglich mal 27,80 Hera zum Ruhm. Wo steht es? Es ist wirklich schwierig hier durchzugucken. Hera zum Ruhm. 9,99 € jetzt. Hatte ich auch schon immer mal länger im Blick. Die Zeichnungen gefallen mir auch. Muss ich auch dazu sagen, ist aber auch ein Erotikwerk, aber jetzt nicht so schlimm wie das andere. Ne? Aber die Zeichnungen sind halt schon mal nicht schlecht. Man hat immer mal so ein paar Auszüge von gesehen. Aber auf alle Fälle geht's hier auch richtig zur Sache. Ne? Ist von Schreiber und Leser an dieser Stelle, ne? Und auch aus dieser selben Reihe habe ich dann noch Karton kippt Tiresia, ne? Halt dann auch erotischer Natur, ne? Und auch wieder so eine Antik-Sache, ne? Aber hier kann ich wenigstens mal was reinhalten, ne? Ohne gleich Probleme zu kriegen, ne? Aber beides erotische Werke, aber ich finde, sieht gut aus, ne? Und ich gute Qualitätsschreiber und Leser in dieser Größe, ne? Ich wünschte mir auch bei den Noir-Dingern öfters mal, dass wir dieses Größenverhältnis hier haben, weil ich das wirklich sehr hochwertig finde. So,
Und sind wir beim letzten? Ja, wir sind beim letzten. Jetzt kommt der Titel, der mich jetzt dazu gebracht hat, diese Bestellung aufzugeben, bevor dieser Band dann vielleicht raus ist. Weil ich sag mal, ey, Che ist ja, glaube ich, auch mittlerweile schon raus, ne? Und war auch so ein bisschen schwierig, ne? Und zwar Messner, die Comicbiografie über Reinhold Messner, ne? Und darauf habe ich Bock. Darauf habe ich richtig Bock. Na, Zeichnungen sind halt sehr künstlerisch. Ja. Ich denke, ihr wisst alle, wer Reinhold Messner ist. Na, der Bergsteiger, weiß gar nicht, was der Mount Everest, auf dem er war, wo er dann seine Zähne auch verloren hat. Du sollst nicht auf den Tisch, junges Fräulein. Es ist ein schwieriges Tier. Ne? Oh, wird hier sogar gezeigt. Hier, gleich die Szene aufgeschlagen, wo die Zähne schon schwarz sind. Ne? Ja, da bin ich halt wirklich sehr neugierig drauf. Ist halt eine schon sehr interessante Person, möchte ich mal sagen. Ne? Hab auch mal so ein oder zwei Dokus und Berichte über ihn gesehen und so ein bisschen Interesse war da. Und ja, freue ich mich riesig. Der ist noch gar nicht so alt, ne? Ich weiß nämlich, dass ich dann mal Kniesbeck angefragt hatte, noch nach Rezensionsmaterial. Da war der halt gerade frisch erschienen. Aber bei Kniesbeck ist man dann schon zu spät dran. Da muss man direkt anfragen, vor Erscheinen. Sonst schicken die einem da nichts mehr. Dann ist das Kontingent aufgebraucht. Das habe ich jetzt schon gelernt, ne? Ja, aber ist ja jetzt auch in meiner Sammlung, ne? Und was ich dann jetzt halt auch noch unbedingt von Kniesbeck bräuchte, wäre Moby Dick. Also wenn Merkev dann Moby Dick ins Programm nehmen würde, würde ich mich sehr freuen, ne? Rabattiert, ne? Weil das ist jetzt auch noch einer der Titel, die ich unbedingt haben will, ne? Also jetzt Moby Dick, ne? Ja, wieder eine schöne Ausbeute, ne? Denke ich zumindest mal. Es sind so ein, zwei Sachen, die habe ich halt wirklich jetzt nur mitgenommen, damit sich das halt lohnt, weil man hat ja immer Versandrabatten, nicht Versandrabatt, sondern Versandkosten, ne? Aber ich sag mal, bei den Preisen, ne, die man hier bezahlt, es tut das nicht weh, aber ne, die 6 Euro sollten dann halt auch sich schon lohnen, sag ich mal, ne? Hier, das war jetzt wirklich nur mitgenommen, 3 Euro, ne? Aber hierauf habe ich halt richtig Bock, ne? Und ganz ehrlich, das ist jetzt hier ein ganzer Stapel Erotik-Dinger im Endeffekt drin, aber ja, ich bin gespannt. Wobei, hier hätte ich jetzt doch nichts so Schlimmes erwartet. Ich hatte so ein paar Seiten daraus mir schon mal im Internet angeguckt gehabt. Bei meiner letzten Merkheft-Bestellung hatte ich den nämlich auch schon mal ursprünglich im Warenkorb, ne? Und mir gefallen zwar die Zeichnungen, so, also jetzt grundsätzlich. Aber ich hatte halt nichts von dem gesehen, was hier drinnen halt so wirklich abgeht. Also, ey, sag ich nur, ne? Aber ich denke mal, das Rückcover kann ich euch auch zeigen, auch wenn da die Brüste zu sehen sind. Das sieht schon gut aus, ne? Also gut sieht das aus, ne? Aber im Rest weiß ich nicht, ne? Ja. Und wenn man hinten die Warnhinweise durchliest, ne? Mit, hier hinten ne, sind so kleine Warnhinweise drinnen, ne? Mit Lust. Was? Ich glaube, das sollte ich besser gar nicht vorlesen. Auf sadomistische Praktiken wurde geachtet, kann Entzündungen im V-Bereich hervorrufen, kann zu exzessiven führen. Ne? Und ja, die hatte ich halt auch schon beide schon sehr lange auf der Beobachtung und sind halt bisher aber nie mit reingelandet, weil immer andere Sachen wichtiger waren. Und dann halt den Messner endlich, ne? Und dabei habe ich noch nicht mal El Che gelesen, den ich auch unbedingt haben wollte, ne? Ja, gut. Ich freue mich. Das war's für dieses Was ist in dem Paket. Und ich hoffe, ihr guckt auch mal beim Merkheft dran. Also ich habe da schon wirklich viele, viele geile Sachen gekauft. Auch wenn da auch urisch viel auch auf dem Lesestapel generell liegt. Aber alles, was ich eigentlich immer gelesen habe, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ne? Und wie gesagt, es ist halt eben dann wirklich, es sind halt die Restposten sozusagen, Buchpreisbindung aufgehoben. Da ist das schon richtig cool, da richtig zuschlagen zu können, würde ich sagen. So, gut, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.